zu diesem kleinen Video. Ich möchte mich bei allen recht herzlich bedanken. Also jetzt aktuell bei 48.252 Abonnenten möchte ich mich bedanken. Natürlich auch bei den Leuten, die meinen Kanal nicht abonniert haben oder an die Leute, die mich nicht mögen. Ich wünsche euch trotzdem alle einen guten Rutsch ins Jahr 2018, dass er gut und wohlerhalten ins neue Jahr reinrutscht und nächstes Jahr wieder hier mit am Start seid. Nichtsdestotrotz war ich noch vorher noch kurz am Autohof wieder mal wie zu Weihnachten und guckt euch das da mal kurz an. Da stehen immer noch LKW-Fahrer, die natürlich nicht nach Hause kommen können oder fahren können und hier und da ihr Silvester verbringen. Wirklich traurig. Also nichtsdestotrotz immer mit dem Gedanken dabei bleiben, dass es auch noch andere Leute gibt, die es nicht so schön haben, wie wir zu Hause zu sitzen bei der Familie und feiern zu dürfen. In diesem Sinn, kommt gut rüber und wir sehen uns im neuen Jahr. In diesem Sinn, macht's gut, allzu gute Fahrt nach wie vor und bis bald. Macht's gut. Ciao. Ja, 31.12.2017, also Silvesterabend. Es ist 10 Minuten nach 8 und hier auf Rasthof stehen nach wie vor LKW-Fahrer, die nicht zu Hause sein können bei ihren Familien. Da sind unter anderem ein Italiener mit dabei, viele Osteuropäer, Ungarn, Ukraine und hast nicht gesehen. Ja, das heißt, es sind nicht weniger hier. Also wenn man das so sehen kann, sind wirklich einige, die hier sind und hier ihr Silvester feiern müssen. Es ist wirklich traurig. Ja, Litauen, nochmal Litauen, Ungarn, nochmal Ungarn, wieder Ungarn. Also viele aus Osteuropa, es ist wirklich traurig. Da ist nochmal ein Spanier. Es ist wirklich schade, dass so sein muss, dass LKW-Fahrer an Weihnachten und Silvester nicht zu Hause sein können. Es ist wirklich traurig, aber so ist halt nun mal die Branche. Trotz allem wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und denkt bitte mal an die Fahrer, die nicht nach Hause können. In diesem Sinn, frohes neues Jahr 2018.